Ich hatte zwei Coming-outs, einmal mit 18 von meiner besten Freundin, die auch lesbisch ist. Und da ging es mir ein bisschen leichter als mit der Familie. Also meine Familie ist sehr konservativ und da habe ich mich tatsächlich über WhatsApp geoutet. Und war wie gedacht oder wie erwartet nicht positiv. Also meine Eltern sind immer noch dagegen, sage ich mal, eine Familie verloren, aber trotzdem eine Familie gewonnen in der Community. Und das hat mich, glaube ich, auch gestärkt. Nicht glaube ich, das hat mich gestärkt und ich bin auch dadurch viel selbstbewusster geworden, weil ich halt zu mir gefunden habe. Ich weiß ganz genau, wie es ist, wenn sich Menschen tarnen müssen, weil die von der Gesellschaft oder von der Familie nicht akzeptiert werden, weil die in einem homophoben Umfeld leben. Meine Kampagne bezieht sich eher auf Jugendliche, die noch in der Entwicklung sind. Ich möchte Aufklärungsarbeiten in Schulen und in Jugendzentren machen, mit Projektarbeiten, dass ich irgendwie eine harmonische Bindung zu den Schülern habe oder zu den Jugendlichen, damit die mir auch zuhören. Und ich spreche die Jugendsprache, ich verstehe die Jugendsprachen, vor allem auch mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund, weil leider sind die meisten sehr homophob und verprügeln queere Menschen. Und ich möchte mit meiner Kampagne erreichen, dass diese Gewaltquote ein bisschen reduziert wird.